Dann hat Axel Heinz vom Verein 1 bis 19 hat noch einen Brief an die Bundestagsabgeordneten geschrieben bezüglich der bald anstehenden Abstimmung über die allgemeine Impfpflicht. Dieser Brief ist auch öffentlich einsehbar auf unserer Webseite Offene Gesellschaft Kurpfalz auf ges.de und kann dort unterschrieben werden. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr es auch den Bundestagsabgeordneten, die für euch zuständig sind oder die ihr kennt oder die ihr sonst irgendwie beeinflussen wollt, noch zuschicken. Ich habe das bei meinem Bundestagsabgeordneten gemacht. Im Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen hat mir auch geantwortet und gesagt, dass er gegen die allgemeine Impfpflicht stimmen wird. Das heißt, schickt auch ihr euren Bundestagsabgeordneten diesen Brief. Sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr Bundestagsabgeordneter, wir beziehen uns auf die Drucksache 20899, Entwurf eines Gesetzes zur Aufklärung, Beratung und Impfung der Volljährigen gegen SARS-CoV-2, das am Donnerstag, den 17.03. im Bundestag erstmalig zur Diskussion stehen wird. Sie sind von uns Bürgern als unser Vertreter in den 20. Deutschen Bundestag gewählt und uns, dem Souverän, verantwortlich. Wir nehmen Sie beim Wort und fordern Sie auf, angesichts einer intendierten allgemeinen Impfpflicht sich umfassend mit den Fakten und Studien auseinanderzusetzen und diese für uns alle eminent wichtigen Fragen nicht nur Ihren Kollegen im Gesundheitsausschuss zu überlassen. Sie treffen eine der wichtigsten Entscheidungen Ihres Lebens und des Lebens der Bundesbürger, insbesondere derer, die sich aus guten Gründen, die Sie nach der Lektüre dieses Briefes sicher besser nachvollziehen können, zu dieser Impfung nicht entschließen möchten. Wir möchten Sie in Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen und nehmen mit diesem Schreiben im Folgenden Stellung zum Gesetzesentwurf. Wir meinen, dass angesichts der massiven Grundrechte und Gesundheit aller Bürger die geplanten Eingriffe ein Armutszeugnis für den Antragsteller sind und möchten dies ausführen. Erstens, Impfquote. Die Antragsteller fordern eine höhere Impfquote, ohne eine Zielquote zu benennen. Zahlreiche Studien belegen, dass bereits eine wesentlich geringere Impfquote als die gegenwärtige von 85,7% der über 17-Jährigen zu einer Herdenimmunität führen. Die Wissenschaft ist sich weitgehend einig, dass eine Herdenimmunität bei einer Impfquote von ca. 70%, die in Deutschland bereits erreicht ist, absolut gewährleistet sei. Wir fragen uns, und Sie sollten sich das auch fragen, was soll mit einer noch höheren Impfquote erreicht werden? Auch müsste in jedem Fall eine Zielquote genannt und begründet werden. Dabei reicht es nicht aus, auf eine wie auch immer geartete Belastung des Gesundheitssystems zu verweisen. Zweitens, Gefährdung durch Covid-19. In dem Gesetzesentwurf heißt es, die Gefährdung durch Covid-19 für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland wird unter der Omikron-Variante, die sich deutlich schneller und effektiver verbreitet als das bisherige Virusvarianten tun, als sehr hoch eingeschätzt. Und weiter, zwar führe Omikron zu milderen Krankheitsverläufen, aber insgesamt stark gestiegene Ansteckungszahlen führten dazu, dass auch ein geringer Anteil schwerer Erkrankungen und Hospitalisierung zu einer sehr großen absoluten Zahl von Krankenhausfällen führen würden. Wir denken, es ist mittlerweile auch im 20. Deutschen Bundestag unstrittig, dass keine der vorgeblichen Schutzimpfungen vor einer Ansteckung mit Omikron schützt. Zahlreiche Studien belegen, führt die Infektion auch mit der Omikron-Variante zu einer Immunität, die besser und vor allem deutlich länger vor einer schweren Erkrankung an Covid-19 schützt und damit die unbelegte Behauptung im Gesetzesentwurf klar widerlegt. Im Übrigen hat keine der bisherigen Varianten von SARS-CoV-2 zu einer Überlastung unseres Gesundheitswesens geführt. Die epidemiologische Literatur zeigt darüber hinaus deutlich, dass Coronaviren im Laufe der Zeit harmloser werden. Wir fragen uns also, und wir hoffen, Sie fragen sich das auch, wie so ein Impfzwang aufgrund einer Gefährdungslage, die keine war, keine ist und für die Bevölkerung und für das Gesundheitssystem auch keine sein wird. Dritt,
Drittens, zur Verträglichkeit und Wirksamkeit der vorhandenen Impfstoffe. Im Gesetzesentwurf heißt es weiter, zur Prävention stehen gut verträgliche, sichere und hochwirksame Impfstoffe zur Verfügung. Studien zeigen, dass damit nicht nur geimpfte Personen vor Erkrankungen, insbesondere vor schweren Krankheitsverläufen, geschützt werden, sondern auch dazu führen, dass Geimpfte weniger zur Verbreitung des Erregers beitrügen, was insbesondere dem Schutz vulnerablen Gruppen von SARS-CoV-2 dienlich ist. Es ist eine traurige Tatsache, unter denen, die an Covid schwer erkranken bzw. versterben, mittlerweile mehr Geimpfte als Ungeimpfte sind. Dies führt die im Gesetz aufgewählte Behauptung ad absurdum. Zur Begründung. Es gibt bisher keine Studie, die den Effekt des Rückganges der Hospitalisierung, schwerer Erkrankung und Tod, weil Omikron ist harmloser als sein Vorgänger, mit dem Effekt, der auf die Impfstoffe zurückzuführen ist, vergleicht. Also diese zwei Effekte haben wir. Die müsste man vergleichen und müsste jetzt feststellen, was ist denn jetzt aktuell gerade dominant. Dabei bleibt die Behauptung im Gesetzesentwurf genau das. Eine bloße Behauptung. Denn der Effekt der milderen Variante von SARS-CoV-2, Omikron, wurde bislang nicht isoliert betrachtet. Die Behauptung, Geimpfte würden weniger zur Ausbreitung des Erregers beitragen, ist nicht haltbar. Sie scheint uns rein instrumentell, denn nur so lässt sich begründen, warum junge Menschen, denen von SARS-CoV-2 so gut wie keine Gefahr droht, zur Impfung gezwungen werden sollen. Es bleibt festzuhalten, die bisherigen Impfstoffe schützen weder vor Ansteckung noch vor Übertragung des SARS-CoV-2. Wir fragen uns, warum eine Impfpflicht mit untauglichen Arzneimitteln? Viertens, erhöhte Übertragungswahrscheinlichkeit. Im Gesetzentwurf wird behauptet, dass die Studie von Lindsay und anderen zeigt, dass Personen mit Auffrischungsimpfung eine reduzierte und Ungeimpfte eine erhöhte Übertragungswahrscheinlichkeit für beide Varianten hätten, also Delta und Omikron, im Vergleich zu vollständig Grundimmunisierten. Tatsächlich aber fanden die Autoren heraus, dass Geimpfte für eine Infektion mit Omikron BA2 anfälliger sind als Ungeimpfte und dass die Anfälligkeit mit der Anzahl der Impfungen steigt. Hier wird also, in der Hoffnung, dass niemand nachliest, die Kernaussage der Studie ad absurdum und ins Gegenteil verkehrt. Wir fragen, warum wird hier die Unwahrheit behauptet? Fünftens, die Wirksamkeit der Impfung. Ohne Pressemitteilung änderte am 28. Februar das RKI und das Paul-Ehrlich-Institut erneut seine Einschätzung zur Wirksamkeit der Impfung. Bis zum 28. Februar hieß es dort, Zitat, damit die Infektionsdynamik zurückgeht, müssen so viele Übertragungen wie möglich vermieden werden. Hierfür sind sowohl Kontaktreduktion und die Einhaltung der AH+L-Regeln sowie die Impfung erforderlich. Seit dem 28. Februar steht dort, die Impfung bietet grundsätzlich einen guten Schutz vor schwerer Erkrankung und Hospitalisierung durch Covid-19. Dies gilt auch für die Omikron-Variante. Das RKI rückt also selber ein Stück von seiner Position ab, dass die Impfung einen effektiven Fremdschutz bietet. Im Absatz zur Übertragung heißt es nun, Untersuchungen zeigen, dass auch die Impfung das Risiko von Übertragung reduzieren, insbesondere in den ersten Wochen nach einer Impfung. Dass die Impfungen die Übertragung nicht verhindern, wurde schon in der vorherigen Version eingestanden. Nun wird dies nochmal abgeschwächt. Die Reduzierung der Übertragung gelte, Zitat, insbesondere in den ersten Wochen. Ein Impfstoff, der also nur in der ersten Woche, wie viele, ist fraglich, nach der Impfung wirkt, ist eher ein Arzneimittel. Hier ein unbrauchbares Covid-19-Verhütungsmittel als ein Impfstoff. Von einer Impfung, insbesondere wenn sie verpflichtend sein soll, erwarten wir als Bürger dieser Republik deutlich mehr.
Die Aufforderung, Abstand zu halten und Kontakte zu reduzieren, gilt uneingeschränkt für alle. All diese Empfehlungen gelten auch für Geimpfte und Genesene, unabhängig vom... Zitat, das ist ein Zitat vom RKI. Alle diese Empfehlungen gelten auch für Geimpfte und Genesene, unabhängig von den angenommenen individuellen Immunschutz. Die Impfung wirkt, ganz klar. Der individuelle Impfschutz, der individuelle Immunschutz, auch noch genannt, auch nachgenannter vollständiger Immunisierung, ist nunmehr nur noch angenommen. Zur dritten Impfung steht im Antrag des Bundestages, Zitat, unter der derzeit dominanten Omikron-Variante ist die Schutzwirkung des Zweidosen-Impfschemas deutlich abgeschwächt. Verschiedene Studien zeigen aber ebenfalls, dass nach erfolgter dritter Impfung, in Klammern Auffrischungsimpfung, erneut eine hohe Schutzwirkung vor symptomatischer Infektion, schweren Krankheitsverläufen und Todesfällen erzielt wird. Insbesondere im Hinblick auf die Omikron-Variante ist eine Grundimmunisierung durch dreimalige Antigen-Kontakt erforderlich, damit eine ausreichend starke und anhaltende Immunantwort induziert werden kann. Zitat Ende. Man räumt also ein, dass zwei Impfungen gegen Omikron nicht geholfen haben. In Israel ist man da schon eine Impfung weiter, mit denselben unbefriedigten Resultaten. Gleich danach behaupten die anstrengenden Antragsteller allen Ernstes, dass eine dritte Impfung mit demselben Impfstoff dieses Mal jetzt wirklich helfen würde. Warum soll den Bürgern weitere Impfungen aufgezwungen werden, die nachweislich nicht zu einer stabilen Immunität führen? Etwas, was jeder andere bisher in Deutschland und der EU zugelassene Impfstoff nachweisen musste. Nebenwirkungen. Sechstens. Im weiteren Verlauf des Gesetzesentwurfs wird versucht, Medikamente gegen Covid-19 darüber zu diskreditieren, dass sie zu Nebenwirkungen führen würden, was beim Impfstoff nicht der Fall sei. Das ist ebenso nachweislich falsch. Die aktuellen Impfstoffe haben zahlreiche akute Nebenwirkungen. In vielen Fällen sind die Menschen zunächst arbeitsunfällig für ein bis mehrere Tage. In unserem beruflichen und privaten Umfeld beobachten wir wiederholt solche Fälle. Diese Nebenwirkungen werden auch in den Zulassungsstudien beschrieben. Sie sind auch mit Kosten für Arbeitgeber und Krankenkassen, also der Allgemeinheit, verbunden. Rote Handbriefe, abrufbar auf der Webseite des Paul-Ehrlich-Instituts, warnen vor Nebenwirkungen der Präparate wie Myokarditis, Perikarditis, Immunthrombozytopenie, venöse Thromboembolie. Das Ausmaß dieser Impfschäden kommt langsam ans Tageslicht. Ob Statistiken von Krankenkassen, dem Statistischen Bundesamt oder den Versicherungen, ihnen kann man nicht entgangen sein, dass diese immer häufiger und immer mehr Fragen zur Wirksamkeit und Nebenwirkung der Impfstoffe aufwerfen. Nachdem nun ein besorgter Krankenkassenvorstand aufgrund seines Briefes an das Paul-Ehrlich-Institut fristlos entlassen wurde, sollte nun selbst der letzte hellhörig geworden sein. Schließlich sollen auch Genesene geimpft werden. Der individuelle Immunstatus, der sich durch Laboruntersuchungen feststellen ließe, bleibt außer Acht. Warum wollen die Antragsteller Menschen, die Antikörper oder eine T-Zell-Immunität aufweisen, den Risiken einer Impfung aussetzen, obwohl diese bereits durch die Erkrankung immunisiert sind? Noch ein Satz zu den medizinischen Nebenwirkungen, die so niemand auf dem Schirm zu haben scheint. Wir wissen, dass Psychiater in den Einrichtungen, weder in den Ärzteverbänden, der Politik und auch nicht in der Presse eine Lobby haben. Wir regen an, dass sie von deren Verbänden Informationen einholen, um sich ein Bild zu machen. Das Leiden der Menschen unter Corona-Maßnahmen, die nun 2 Jahre anhalten und die mit einem Impfzwang um ein weiteres quälendes Werkzeug erweitert worden ist, ist immens. Zusammenfassend lässt sich festhalten... Okay,
Ja. Zusammenfassend lässt sich festhalten, die Antragsteller wollen einer vielleicht vorhandenen Gefahr durch eine unbekannte Variante von SARS-CoV-2, die vielleicht im Herbst 2022 das schafft, was nämlich das Gesundheitssystem zu überlasten, schützen, indem sie unsere Bürger zu einer Impfung zwingen. Es soll eine höhere, nicht benannte Impfquote erzielt werden. Der Impfzwang wird damit begründet, dass Geimpfte seltener schwer erkranken und sterben. Diese Behauptung ist in keiner Weise belegt und damit strittig. Der Impfzwang für junge Menschen, die kaum bis gar nicht schwer erkranken, wird damit begründet, dass Geimpfte SARS-CoV-2 seltener übertragen als Ungeimpfte. Das ist auch nachweislich falsch. Eine Impfung wird als beste Möglichkeit angepriesen, einen Immunschutz gegen SARS-CoV-2 aufzubauen. Das mag für den einzelnen Menschen gelten, aber keinesfalls für alle. Der beste Schutz bietet ein stabiles Immunsystem mit einer natürlichen Immunabwehr. Während einer Infektion wird im Normalfall eine stabile, langwirksame Immunität entwickelt, die zuverlässig vor schweren Verläufen schützt. Stress, wie er auch durch den Impfzwang aufgebaut wird, kann das Immunsystem schwächen. Eine Boosterimpfung wird als Mittel für hohe Schutzwirkung gepriesen. Auch das ist falsch. Der Booster, durch die Boosterimpfung bereitgestellte Schutz ist kein anderer als vorher und genauso wenig wirksam. Sehr geehrte Frau Bundestagsabgeordnete, sehr geehrter Herr Bundestagsabgeordneter, wir kommen zum Ende unseres Briefes. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit unserem Schreiben unserer Position näher bringen konnten. Jeder, der möchte, möge sich nach sorgfältiger Aufklärung impfen lassen. Einen Zwang jedoch darf es nicht geben. Dafür stehen Sie bitte ein. Dieser Brief ist online. Ich habe den jetzt gekürzt vorgelesen. Er ist online in kompletter Länge verfügbar auf der Webseite Offene Gesellschaft Kurpfalz www.offgess.de und ihr könnt ihn dort auch unterschreiben und schickt ihn am besten noch an euren Bundestagsabgeordneten hier in Heidelberg, in Mannheim, wenn ihr noch nicht wisst, wie die abstimmen werden. In Bruchsal-Schwetzingen wird der gute Mann gegen den Gesetzentwurf stimmen. Dann gehen wir jetzt gleich los und hören zur Aufbruchstimmung noch Musik von Jane und Alex. Wir laufen, wir brauchen zwei Bannerträger, die am besten hier das Banner sich abholen und wir laufen dann da in diese Richtung los, also in entgegengesetzte Richtung, wie ihr mich gerade anguckt, laufen wir los, dem Polizeiauto hinterher. Es gilt auf diesem Aufzug jetzt leider die Maskenpflicht, es sei denn, ihr habt einen Attest. Du musst eigentlich nur hier. Da bin ich wieder technisch nicht so ganz in der Lage. Okay. Aber du hast gut gefangen. Also gut, dann spielen wir einfach zwei Lieder. Ne? Die brauchen ja noch ein bisschen länger, dann machen wir einfach zwei Lieder. Moment mal, die Gitarre stimmt nicht. Stimmt sie nicht. Jane, kannst du mir bitte ein klares A geben? Ah, dankeschön. Logbucheintrag 0815. Aus meinem Fenster sehe ich Schnabeltiere schön. Stehen herum, nichts verstehen. Und sich zum Beispiel wussten, diesen Formel, es war Gott,
und der hat was erschaffen. Ich finde dabei, will doch irgendwas nicht machen. Fassen wir jetzt nochmal zur Übersicht zusammen. Das Licht, der Urknall, Menschheit, Untergang, den Moment, stopp. Das ist so einfach und so ausgedacht. Wir werden schon von all den anderen Welt und Rassen ausgelacht. Als sie nichts checken, sich selbst zerstören. Verrückten, definierten, die nichts sehen und nichts hören und nicht um sich schlagen. Verängstigt und beklommen, die vergaßen. Jahre fallen, Leute, die versuchen, sich mit Masken festzuschnallen. Ein elegant gestaltetes, jedoch ebenfalls fallendes, vom Wind schon ein erkaltetes, das nicht mit Spaß gefallenes, beschallendes Gelächter. Zwischen dem und kalt, denn manche Waffen plötzlich mitten im Wind halt. Sie stoppen und sie schweben und sie lachen sich halt tot, haben aufgehört zu halten und gestalten ihren Mut, um zu tun. Und sie bemerken, dass das Fallen zu spät wird, wenn man aufhört, sich an den festzukrallen. Okay, wir würden jetzt dann mal loslaufen. Die Bannerträger voraus. Mit Masken bitte. Alle die Masken aufsetzen. Das ist leider die Vorgabe. Und wir laufen dann wie gehabt zum Uniplatz. Also, los geht's. Okay, jetzt zur Motivation spielen wir noch was schön Positives. Ja, Leute, das war so die Hälfte vom Lied, aber. Ja, wir holen euch gleich ein, ja? Wir holen euch wir ein. Wir joggen dann hinterher und bis dahin machen wir mal. Machen wir ein bisschen lauter, Jake. Ja, alles wird besser werden. Wir holen uns den Himmel auf.